zeige ich dir, wie du diese leckere, herzhafte Brottorte ganz einfach zubereiten kannst. Jetzt geht es auch schon los mit den Zutaten und der Zubereitung. Und schon ist die leckere Brottorte fertig. Du kannst sie natürlich auch mit anderen leckeren Sachen füllen, die du auf einem Brot am liebsten isst. Ich hoffe, sie gefällt dir. Wenn ja, dann freue ich mich sehr über ein Däumchen nach oben von dir. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Rezeptewelt. Tschüss!